Wir haben heute einen Ausflug, geht aufs Virtuelle und die Gummen rauf. Ein Besuch am Morgen früh im Restaurant Virtuelle ist natürlich obligatorisch. Da kann sich der Körper an die Hege gewinnen. Und schon werde ich mir vom Heidi mit zusätzlichen Lindor-Kugeln verwenden. Ei, die schminken euch gut. Das Erlebnis Bonitag ist ein voller Erfolg. Welches Kind will nicht gerne einen Tag mit Spendli, Boni, Essen und Betreuer einen Tag verbringen? Du, das Einhorn ist abgefallen. Ah nein, das ist ja Zopf. Du, ich habe zwischendurch noch ganz schön weggemacht. Ja. Und jetzt nutze ich die Gelegenheit, in der Virtuelle-Kapelle ein Kerzchen anzuzünden und ein paar gute Gedanken zusammenzufassen. Nicht alle haben sie so schön wie ich. Das steile Gelände ist nicht einfach zu meinen. Momo, man sieht es. Er macht das nicht das erste Mal. Jetzt gehe ich zum Mehlpfad. Gixle aber noch schnell auf Stanser Horn durch. Ich finde das ganz faszinierende Tier. Was denke ich dir den ganzen Tag? Die Aussicht hier oben, die ist fantastisch. Dann müssen wir sie doch miteinander ein bisschen geniessen. Thank you.
beim Gummisepp und der Brigitte haben wir dann gegessen. Ich habe noch nie so guten Siebfleischsalat gehabt. Einfach ein Traum. Im Bändlein hat mir eine junge, hübsche Frau erzählt, im Kanton Nidwalden haben über 40 Bändchen. Mit denen, drei von heute, haben sie jetzt 23 gemacht. Bravo! Solche Gäste sollte man mehr haben. Bei einem Dessert auf der Terrasse habe ich noch ein paar Kinder auf dem Spielplatz zugeschaut. Bei dieser Popbahn bin ich mir nicht ganz sicher, wer mehr Freude hatte. Die Kinder oder die Erwachsenen? Lebt mir nicht in einer wunderschönen Gegend. Und mit einem Spruch, den ich an einem Garten gelesen habe, möchte ich mich verabschieden.